Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Life After. Und ja, wieder. Und zwar, alle guten Dinge sind drei, deswegen machen wir die ganze Sache nochmal. Wir machen ein neues Let's Play. Und zwar Life After Nightfalls. Mit allen drum dran, mit allen Updates, die es jetzt in der letzten Zeit da reingekommen ist. Es wurde auch schon öfter nachgefragt, ob ich Life After mal wieder spielen kann. Na klar, will ich Life After mal wieder spielen, weil es sich so ziemlich verändert hat. Ja, was ich aber vorher noch mal machen wollte, ist Folgendes. Hier gibt es nämlich einen kleinen Trailer, der halt erklärt, was jetzt so der aktuelle Stand ist, dieses Hauptbestandteil des aktuellen großen Updates. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Dafür blende ich mich einmal aus und wir starten. Los geht's. Ja, das war das. Und ja, wenn das mal nicht einladend ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, nur schade, dass man... also er hat sich ja das ganze Zeug reingehauen, damit er halt irgendwie überlebt. Also der nämlich, denke ich mal, verwandelt oder gestorben. Ich denke mal, dass es so ein Mittel ist, damit man nicht stirbt und trotzdem noch bei Verstand lädt oder ob es sich, keine Ahnung, ein bisschen kräftiger wird, keine Ahnung. Schade, dass man nicht gesehen hat, wie er die ganzen alle noch im letzten Moment umgenietet hat. Wir haben nur noch gesehen, wie nachher im Endeffekt alles geschehen war. Ja, und dann fangen wir hier an. Wir haben folgendermaßen. Also, wir haben genau zwei Server. Und zwar ist der eine, der rechte hier, ist der alte Server. Also da könnte man im Prinzip nochmal drauf zugreifen. Aber ich würde lieber gerne als normaler Anfang, also als ja, infizierter Anfang oder wie auch immer die heißt. Soweit ich weiß, ich habe hier schon mal angetestet, wie man sehen kann. Soweit ich weiß, ist man ein Wiedergänger, wenn ich mich nicht täusche. Keine Ahnung, auf jeden Fall werde ich genau das gleiche nochmal machen. Aber als neuen Server, ich nehme mir den Server hier. Da haben wir natürlich schon einen, deswegen wir erstellen einfach einen neuen und ja. Dann kann es losgehen, eigentlich.
So, hier habe ich nur einfach mal kurz ausgetestet, wie das so ist und so weiter. Ne? Also ich weiß, dass man da Charakter richtig schön einstellen kann, bis ins kleinste Detail, was aber irgendwie nicht immer so meins ist. Hier haben wir Regenerator. Ich dachte, die heißen Wiedergänger. Haben sie das auch wieder geändert? Okay. Ja gut, na gut, jetzt heißt es Regenerator. Ein bisschen weird, aber okay. Gut, weiblich, männlich, wir können es wieder aussuchen. Ansonsten können wir auch einfach Menschen nehmen. Die sind halt so wie beim Spielstart, als das Spiel rauskam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, so sehen die Menschen halt aus. Und Menschen haben wir aber schon gespielt, deswegen würde ich gerne so einen einfach mal ausprobieren. Weil es jetzt einfach das riesige, große Thema ist von dem Spiel. Deswegen... einen männlichen Charakter. Ist jetzt männlich, ne? Gut, dann wollen wir mal. Wir können hier... Was haben wir hier? Blick. Da passiert nichts, oder? Ach so, okay. Der Blick geht immer zur Kamera, wenn ich das einschalte. Ansonsten könnten wir uns so einmal umgucken. Ich weiß gar nicht, wie sieht's aus, wenn ich jetzt so mache? Ach, er kann nicht nach hinten gucken. Aber ansonsten guckt er halt immer in unsere Richtung. Gut, wollen wir aber nicht lange rumspielen. Ich würde auch gerne sofort zum Zocken kommen und nicht lange hier Charakter aussuchen. Ich hätte gerne einen Charakter, der ein bisschen älter aussieht, anstatt so 10 bis 13 Jahre alt. Das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Außerdem bin ich das ja auch nicht. Ja, nimm mal den, Gestaltung. Ja, wie ich schon gesagt habe, hier kann man richtig extrem intensiv bis ins kleinste Detail alles. Will ich aber nicht. Deswegen, komm, lassen wir. Ich will auch nicht so wirklich. Hier gibt es halt die Regler, die man halt. Aber da will ich jetzt nicht unbedingt rumspielen. Weil, wenn ich damit fertig bin, dann sieht es überhaupt nicht mehr menschlich aus. Auch wenn er nicht mehr menschlich ist, aber. So, hier haben wir noch die Hautfarben. Immer normale Hautfarbe oder trotzdem dieses Graue, dieses Tote? Keine Ahnung. Ich glaube, wir nehmen mal die. Ja, diese hier. Die scheint ganz okay zu sein. Obwohl die hier ist noch so an der Grenze zwischen. So und so, ne? Keine Ahnung, ich nehme mal die. So, dann haben wir hier noch Textur. Ach, die Hauttextur. Das ist auch eine ganz nice. Nehme ich mal die hier, Pupille. Pupille ist jetzt links. Genau, wir haben zwei unterschiedliche Pupillen, weil wir sind ja halb Mensch, halb Infizierter. Oder wie heißt der? Generator? Nee, doch. Wiedergänger. Ich habe keine Ahnung, warum haben sie das nicht als Wiedergänger gelassen? Wahrscheinlich wollen sie das nicht unbedingt so extrem typisch deutsch lassen. So, was haben wir hier? Flach, vertikal, radial, okay. Nee, radial, radikal. Okay, hier. Können wir auch noch auswählen. Wir nehmen erstmal normale. Da nehme ich mal meine Augenfarbe. Ich denke mal, so geht's klar, oder sieht man das? Ja, warte mal. Hier haben wir blau-grau so ungefähr. Hier haben wir den blauen. Da würde ich aber lieber gerne irgendwas Leuchtenderes nehmen. Da ist das hier, denke ich mal, schon in Ordnung. Wie, was ändert man hier? Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Steigungsbereich. Als Mensch sehen wir so aus. Hey, ich habe doch jetzt hier links das Auge hier genommen. Flach. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist das nicht normal? Oder das hier? Sieht ja aus, als wenn er die ganze Zeit im Ringlicht guckt, so wie bei mir halt, ne? Habe ich nur nicht an. Ich benutze das Tageslicht gerade aktuell. So, ja, ich weiß nicht. Nimm ich die. So, dann haben wir hier Pupillenzoom. Wenn die, glaube ich, größer, ne? Aber nur der linke. Dann sieht man auf normal. Eigentlich sollte er sich die Helligkeit, den Lichteinfall anpassen. Das ist jetzt tatsächlich nur der, die linke Pupille, ne? Lass ich mal auf. Mitte. Ansonsten hätten wir die. Weiß nicht. Nee, komm, wir machen mal das, was wir überhaupt eingestellt haben. Dann haben wir hier noch Lippen-Make-up. Weiß ich nicht. Lass ich mal. Hatten wir den, hatten wir jetzt, ne? Ist ja fast kein Unterschied. Ich lasse den mal so, wie er ist. Dann haben wir hier Augenbraue. Genauso wollte ich das eher. Anstatt dieses Feinmotorik. Eingestelle. Hier können wir uns einfach eine Augenbraue aussuchen, die wir halt haben. Ich nehme mal das mit dem Schlitz. So, was haben wir hier noch? Lidschatten. Ja, ich weiß nicht. Lass ich mal. So, Wimpern. Wimpern auch noch? Der hat gar keine Wimpern. Auf jeden Fall kann man kaum was sehen.
So gut wie gar nicht. Na gut, wir nehmen mal den. So, was haben wir hier noch? Gesichts-Make-up. Ja, oha, ein Bart kann man auch machen. Die Dichte kann man einstellen. Na gut, ist jetzt auch nicht so der Gelbe vom Ei. Hier noch, okay, so ein paar Tattoos, ein paar Kratzer. Hier haben wir auch eine Geralt-Narbe, die ist ganz gut. Ansonsten, Pflaster, der hatten wir, glaube ich, beim ersten Mal, ne? Gut, ich nehme mal die Geralt-Narbe, Dichte. Nee, die soll schon zu sehen sein. So, was haben wir noch? Frisur. Okay, bei Frisur ist das halt so eine Sache. Ich weiß nicht, als Mensch. Wiedergänger. Mensch, so. Ja, ist alles nicht so meins, aber gut. Weiß nicht. Frag mir, was das hier für eine Blume sein soll, die hier auf der Schulter schwebt. Keine Ahnung. Okay, welche nimm mal denn da? Ich nehme die, oder? Weiß ich nicht. Das ist alles nicht so meins. Dann nehme ich die einfach mal. So, Vorschau. So sehen wir aus jetzt im Endeffekt. Als Mensch so. Und so als Infizierter. Aussehengestaltung. Hier können wir uns nochmal angucken, was wir für, wenn wir Klamotten anhaben, wie es denn aussieht. Guck mal, da haben wir die Haarfarbe und die Frisur sogar auch noch anders. Aber wir sehen so aus. Alles klar, gut, das war's denn auch schon. Mit der Charaktergestaltung, denke ich mal. Hier werden wir noch einen Namen eingeben. Ob das funktioniert. Ich wieder Jutze nehmen oder was? Oder einfach Jutze in-game? Weil einen Jutze habe ich ja schon. Ich weiß aber nicht, wie man den löschen kann, den anderen Charakter. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Jutze. Jutze. Ja, Jutze. So. Gut. Bestätigen. Nächstes. Oh, ist schon vergeben, ne? War klar. Muss ich doch den kompletten Kanalnamen nehmen, wa? In. Game. Vor- und Nachname. Gut, alles klar. Also wenn ihr irgendwann mal in Live After ein Jutze in-game findet, das kann nur ich sein. Was? Empfindliche Wörter? Was denn für empfindlich? Ist in-game empfindlich? Was? Warum? Dann bin ich eben der Jutze. Nein, nicht große U. Jutze. Mal gucken, ob das geht. Bestätigen. Geht. Benutzername vorhanden. Okay, let's go. Gut, ich bin der Jutze. Stimmt, habe ich fast vergessen. Wir können uns auch noch einen Hund aussuchen. Weiß nur nicht. Sonst hatten wir mal einen Schäferhund, ne? Weil meine Kleine hier Schäferhund ähnlich ist, nur kleiner. Hund ist ein Dobermann. Dann nehme ich diesmal einen Labrador, oder? Diesmal männlich. Oder doch? Na gut, männlich oder weiblich ist ja scheißegal. Ruhig, fröhlich und klug. Meidet Konflikte. Ein Engel, der sich die ganze Zeit über begleitet. Ja, cool. Schwarzen oder einen hellen? Nimm mal braun oder schwarz. Was haben wir denn hier eigentlich? Stimmt. Hier haben wir auch einen schwarzen oder einen gefleckten. Dobermann. Gibt es auch einen schwarz oder einen braun sogar. Nimm ich den. Ich nehme den Labrador und zwar in hell. Dann sieht man die besser. Sie. Es ist eine Sie, finde ich. Oder? Name. Oh Gott, jetzt ein Hundename. Was soll das denn? Okay. Weiß ich nicht. Wer ist der Jutze? Kann doch nicht schon wieder Penny nehmen, oder? Das ist so ein ganz normal, ganz neuer Charakter eigentlich. Weil meine Hündin zu Hause, die heißt Penny und ja, andere Hundenamen kenne ich jetzt überhaupt nicht. Obwohl, was auch noch gehen würde, Kira. Kira ist auch noch in Ordnung. Ja, habe ich auch mal gehört. So, gut, okay, bestätigen. Dann nächstes. Was haben wir hier noch? Welcher Typ der von Überlebender bist du? Weltuntergangsanfänger? Überlebensquiz? Mach den Überlebenstest.
Wenn du den Test bestehst, kannst du den Prolog überspringen. Empfohlen für erfahrene Spieler. Wollen wir das mal wagen oder wollen wir von vorne anfangen? Die ganze Geschichte und stelle dich der ultimativen postapokalyptischen Überlebensherausforderung für neue Spieler empfohlen. Wir sind ja eigentlich ein erfahrener Spieler, bloß die Updates kenne ich halt alle noch nicht. Deswegen, ich nehme mal den Überlebensquiz, da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Aber cool, dass du sowas haben. Wenn du live after einige Hindernisse überstanden hast, dann überdenke bitte noch einmal die Erfahrungen und beweise, dass du in der neuen Welt überleben kannst. Erreiche gut oder besser, um das Kapitel zu übergehen. Okay, Antworten. Los geht's! Ich bin neugierig auf den industriellen Prozess der alten Welt. Wann immer ich eine Waffe herstelle, muss ich zuerst ein Ei machen. Das ist ein Bearbeitergegenstand, Rohmaterial, Halbstoff, Verbundstoff. Eine Waffe. Braucht man als Waffe nicht ein Stun? Oha, war das jetzt richtig? Ich habe da einfach mal raufgeklickt. Weiß nicht. Oh, wir haben so eine gewisse Zeit, die wir. Für 10 Fragen? Okay. Beim Sammeln von Ressourcen der Wildnis kannst du eine Axt oder eine Spitzhacke im herstellen, wenn du nicht die erforderlichen Werkzeuge hast. Wo kann man sich die herstellen? Wart im Rucksack? Nee. Rucksack ist bloß das Inventar. Haushaltswerkbank. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das richtig war, aber ich glaube schon, ne? Um mich vor Gefahren zu schützen, ich denke mal bei Bauplan war das gewesen, ne? Um mich vor Gefahren zu schützen, umschließe ich das Haus mit Wänden und der kann Holz in Wände umwandeln. Ja, was? Bauplan, Materialbank, Reparaturstation nicht, oder? Weiß es nicht. C! Ja, ist richtig. Manchmal triffst du im Herbstwald auf Sammelteam und kannst einen Abbauauftrag erteilen, wenn du hast. Neudollar, ne? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur Neudollar. Sammelmünzen sagt mir jetzt auch nicht. Neudollar. Selbst wenn alle Werkzeuge beschädigt sind, kann ich immer noch eine zum Sammeln von Ressourcen nutzen. Eine niedlich? Hä? Was ist denn für eine Antwort? B. Unbewaffnet zum Sammeln von Ressourcen nutzen. Kann ich auch, ja. Hier, unbewaffnet. Wenn ich nichts mehr habe, kann ich auch so mit der Hand sammeln, ne? Also Hanf zum Beispiel. Die Wiedergänger, siehst du, da steht Wiedergänger, zeichnen sich durch Heterochromie und die Blume des Wiedergängers auf ihren Rücken aus. Außerdem lassen sie im Kampf zufällig. Das weiß ich nicht. Verbesserungsserum. Achso, geht nicht weiter. Blütenblätter. Ich habe keine Ahnung. Spore, wa? Nein, jetzt ist übersprungen. Munition mit sich herumzutragen ist ganz schön anstrengend, aber du kannst auch einfach eine herstellen. So musst du dir keine eine Munitionskiste. Das weiß ich. So, im Leben geht es darum, neue Leute kennenzulernen und sich von alten Freunden zu trennen. Es gibt aber immer Leute, die bereit sind zu helfen, wie zum Beispiel Chris, kenne ich, Rachel. Rachel, die war immer diejenige, die ihr geholfen hat, ne? Um Nahrung herzustellen, musst du einen in deinem Zuhause platzieren. Ein Grill wartet, ne? Ja. Die Leute sind manchmal ziemlich oberflächlich und je mehr Sachen sie besitzen, desto sicher fühlen sie sich. Aber, nee, um aber Platz im Rucksack zu schaffen. Container, Holzschrank, ne? Warte mal, desto sicher fühlen sie sich. Um aber Platz im Rucksack zu schaffen. Holzschrank? Keine Ahnung, Holzschrank, ja, gut. Aber es sind doch diese Metallspinde, oder? Mittel. Allgemeine Überlebensfähigkeit, Herstellungsfähigkeit, Kampffähigkeit. Also. Na gut, ich denke mal, ist. Also, Prolog freischalten. Wo ist denn der halbfertige, was? Halbfertige Bauplan hin? Ich muss kurz überlegen. Das Schicksal hat einen Samen gepflanzt. Bald wird. Na gut, wir haben es doch verkackt. Das war mir irgendwie klar.
ist sehr, sehr lange her, deswegen. Ja. Oh, ich soll. Ey, geht schon los. Aber ich bin ein Mensch. Ich bin auch gar kein Wiedergänger. Oder. Ne? Wie auch noch. Sind ja auch Menschen. Lucky find, huh, Stranger? Das wäre ein Grund, nicht wahr? Wenn du mal leben bleiben möchtest, solltest du mir folgen oder was? Solltest du springen? Ich weiß nicht. Geht so schnell. Es geht alles so schnell. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Okay, let's go. Sieht schon mal nice aus, immer noch. Wie, ja, wie eigentlich erwartet. Jetzt kann ich wahrscheinlich laufen. Benutze beide Hände fürs Halten. So, mache ich. Kann ich auch hier unten? Ja, geht. Okay, über den Bildschirm zu Blinkwinkel. Ja, verstehe ich. Ego-Perspektive, weiß gar nicht, ob sowas auch gab. Ich laufe mal. Ja, laufen. Laufen ist so eine Sache. Konnte man nicht sprinten, wenn ich halt hoch genug ziehe? Ich denke mal, dass die Facecam hier oben in Ordnung ist. Moment. Bin ich überhaupt lang? Gucken wir mal alles an. So. Weil beim letzten Mal hatte ich ja auch, also beim letzten Live-After hatte ich auch oben links so die Facecam. Das war aber alles noch so ein bisschen anders gestaltet. Deswegen. Achso, hier geht's weiter. Glaube ich. Okay, steht noch ein Taxi hier unten. Wo ist denn der Kollege hin? Ist der jetzt noch hinter mir? Nee, ist er nicht. Polizei. Da geht's weiter, denke ich. Hier nicht irgendwas? Also ich habe das ja schon mal immer kurz angezockt, aber irgendwas sollte ich hier noch einsammeln. Aber irgendwie wurde ich nirgendwo hin drauf hingewiesen. Mülltonne, Müllcontainer, nichts. Hier liegt nichts. Hier auch. Doch. Ist das nicht eine Waffenkiste oder so? Hä? Na gut. Wir gehen einfach mal weiter. Wird schon alles richtig sein. Ich habe keine Ahnung. Und wir laufen, laufen, laufen. Also, na gut, wir joggen, eher gesagt. Hier geht's gar nicht weiter. Hier ist Sackgasse. Sollen wir da irgendwie rüberklettern? Ich weiß es nicht. Hier ist der grüne Punkt. Okay. Für Plastik und Verpackungsmaterialien. Mach mal auf hier. Mach auf. Ich will hier rein. Muss hier hochklettern, ne? 100% bin ich hier falsch. Ich geh mal wieder zurück, weil sonst würde ich ja hier weitergehen, oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe hier nicht meine Map, nicht mein Inventar, gar nichts. Guck mal, ich habe hier bloß den Bewegungsbutton und umsehen. Mehr wurde mir jetzt bis jetzt gar nicht beigebracht oder gezeigt. Deswegen, ich gehe mal wieder den ganzen Weg zurück. Wahrscheinlich muss ich hier lang. Also, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich muss hier lang. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hier war jetzt eine. Ja, Border. Da komme ich nicht weiter. Das muss ja vor kurzem sein, oder wie lange hält die Batterie für so ein Polizeiauto? Wenn das Licht noch brennt, blinkt, leuchtet. Oh, sag bloß, wir müssen erst mit ihm quatschen. Vorher wird das nichts. Ach, kann doch nichts wahr sein. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt, sag mal? Holmes. Holmes, was hast du? Ich talk mit dir? Nein, geht gar nicht. Doch jetzt, keine Zeit zum Reden. Wir brauchen zuerst einen sicheren Platz. Er rennt. Alter, warum kann er sprinten und ich nicht? Nee, hier ist nicht sicher. Ich bin ja schon unterwegs. Okay. Keep up. Weiter. Hm, ja. Rums. Genau, dadurch, dass es ein Tankfahrzeug ist, explodiert jetzt die ganze Sache. Guck mal, fängt schon an zu brennen. Und bumm! Oder was? Sag an, wohin? Alles klar, ich bin da schon gewesen, aber gut. Stay close. Bleib bei mir. Man sollte erst alle Dialoge mitnehmen, bevor man da irgendwie weitergeht. Mann, Mann, Mann. Das ist zumindest hier das Tutorial, das, Prolog. Das Haus kracht ein, Hilfe! Ach nee, da... Oh, ein Heli. Wie ist er da hochgekommen? Hä, wieso? Wie ist er denn da hochgekommen jetzt?
Er rennt rückwärts wieder weg. Kann ich mich nochmal drehen? Ja. Ja, ich weiß, dass da Feuer ist. Dreh dich doch mal. Wir sollen hier lang. Oh, zum Glück gibt es jetzt Wegespunkt. Siehst du, hier bin ich doch gerade gewesen. Jetzt ist die Tür zu. Eben gerade war sie noch offen. Das Tor ist verschlossen. Ja, jetzt. Hast du gerade zugemacht, Holmes. Was haben wir hier? Oh, eine Waffenkiste? Cool. Mir noch gar nicht aufgefallen. So, wir haben jetzt einen Revolver mit 6 Schuss. Sprich die Kette mit der Pistole. Ja, fällt ja auch gar nicht auf. Auf hier. Infected, stay sharp. Infizierte, bleib wachsam. Ja, mach ich. Okay, mal gucken, was die Headshots so alles anrichten. Aber nicht mit dem Revolver, oder? Ich sollte sparsam sein. Nicht alles, was ich habe. Okay, der hat sie gesessen. Wie ich die Geräusche einfach vermisst habe. Geh weiter und triff dich mit Holmes. Holmes. 6 Meter. Das ist eine Sackgasse. Schauen wir mal, ob wir... Die Leiter war vorhin noch nicht da. Probier es. Steig auf Dach hinaus. Okay. Wie komme ich da hoch? Springen. Okay. Ja, er springt da einfach hoch. Nee, aber trotzdem. Alles nice bis jetzt. So, hier. Jetzt soll ich da reinspringen wahrscheinlich. Ich bin drin. Oh, mein Wuffel. Na komm mal hier, Süßer. Süße. Es ist ja ein Mädchen. Es ist ja die Kira. Und, komm fort. Tröste den Hund. Sieht aus, als würde der Hund dir etwas mitteilen wollen. Ja, aber was denn? Sag mal, hm? Da ist dein Rucksack. Wow, 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 wow. Danke. Danach habe ich gesucht. Die Taschenlampe nehme ich auch mit. Gerne. Tippe, um die Schnelltaschenwaffe auszuwechseln. Okay. Achso. Oha, ich habe jetzt... Shotgun. Let's go. Mach sie alle fertig. Da geht's weiter wahrscheinlich. Jetzt kommen da 100 pro, kommen jetzt Infizierte durch. Nee, doch nicht. Okay, hier geht's wieder raus. Hier, quickly. Hier, schnell. Was denn? Infected, behind you. Watch out. Behind me? Hä, ich habe die Tür gar nicht zugemacht. Mach doch mal auf hier. Was soll denn denn immer? Meine Güte. Nein, sie brechen durch. Wir müssen uns verteidigen. Jetzt. Okay, los. Kann ich jetzt sprinten endlich? Ich kann immer noch nicht sprinten. Infizierte sind hinter mir, ja, und ich kann nicht sprinten. Was soll das? Tür öffnen. So, einmal hier durch. Hier läuft Wasser. Ja, das ist ja mal gut, dass hier fließend Wasser läuft. Das macht das Überleben viel einfacher. Komm hier nicht durch. Rein. Ah, wenn ich... Okay. Sicherstelle werde ich hier Ausschau nach ihnen halten. Achso, er hat Leute verloren. Und, die sind weg. Und, die will er wiederfinden. Okay. Ich hab's verstanden. Meister. So, so. Kann ich irgendwo den... Ich sehe mich von innen. Wenn du satt bist, erhöhst du 40... Okay, gut. Das heißt, immer essen. Was war denn das für eine Fahrstuhlreise? Keep up. Don't move. Stehen bleiben. Oh, den kenne ich doch. Wie ist der? Mister, please don't shoot. Nee, Holmes. It's us. Please don't shoot. Irgendwie so. Mister, this is our friend Holmes. We told you about. Unser Freund Holmes. Nee, nicht Holmes und Tippe auf die. Was? Sprechen. We're safe for now. Hier sind wir erstmal sicher. Sind das die Leute, nach denen du suchst? Yes. Ja, das sind Andy und Murphy. Gott sei Dank sind sie hier. Endlich können wir von hier verschwinden. Wohin sollen wir gehen? Fortuna 1. Fortuna 101. Die größte sichere Zone im Osten. Wir kommen von da mit einer Mission. Eine Mission ausführen?
So ist richtig. Wir haben Neuigkeiten von Andys Vater. Achso, die Kleine wahrscheinlich, oder? Er meinte, es gibt ein Heilmittel, um es mit den Infizierten in dieser Stadt aufzunehmen. Also bin ich mit Andy hierher gekommen und jetzt kehren wir nach Fortuna zurück. Okay, was soll ich jetzt machen? Andy wird eine Verbindung mit dem Helikopter herstellen. In der Zwischenzeit müssen wir sicher gehen, dass wir lange genug überleben, um an Bord zu kommen. Okay, kriege ich denn noch was anderes außer die Shotgun? Weil 100 Pro kommen die gleich da alle rein. Und dann ist der ganze Platz voll. Soweit weiß ich halt irgendwie noch gar nicht. Vielleicht müssen wir da raus, dann kommt der Heli da irgendwie. Keine Ahnung. Achso, ich soll jetzt weiter reden mit irgendwelchen Leuten. Andy ist die Große. Ach, Murphy ist die. Murphy ist die Kleine, okay. Andy. What are you doing? Was machst du da? Hi, Andy. I presume Holmes has brought you up to speed. Ich bin der Jutze. Ich schätze, Holmes hat dich schon eingeweiht? Wie kann ich helfen? Den Helikopter zu rufen, lock die Infizierten an. Viele Infizierte, du musst dich selbst beschützen. Ja, machen wir, na klar. Hier, nimm diese Verbände im Falle des Notfalls. Oh, und versuche am Leben zu bleiben. Okay, mache ich. So, Murphy auch noch reden. Ist ein süßer Hund, ne? Okay, Hallo, ich bin Murphy. Bist du Murphy? Ja, hat sie gerade gesagt, was für eine Frage. Yes. Ja, ich bin mit meiner Schwester Andy gekommen und nach dem Heilmittel meines Vaters zu suchen, aber meine Schwester hat nur eine Tasche gefunden. Ist das echt das Heilmittel? Hast du keine Angst? Ich hatte zuerst Angst, weil wir von Holmes getrennt wurden, als wir das Heilmittel erhalten hatten. Aber zum Glück haben wir den Mann mit Bart getroffen. Er hat uns hierher gebracht. Und den kennen wir tatsächlich sogar schon. Aleski, genau, so hieß er. Den kennen wir schon. Weil der Prolog aus dem anderen, von früher, der war nur mit Aleski. You need me for something. Brauchst du mich für etwas? Du hast die Schwestern gerettet? Kid, what are you, a detective? Was bist du, Junge? Ein Detektiv? Musst du jeden so verhören? We're not completely safe. Wir sind noch nicht ganz in Sicherheit. Rüste dich aus. Wir müssen überleben, bis der Helikopter eintrifft. Hast du irgendwelche Ratschläge? Weißt du, wie man eine Knarre benutzt? Du musst sie zuerst laden und dann zum Keller gehen. Sieh nach, was du finden kannst. Ich spreche mit dem blonden Kerl und setze einen Perimeter hier auf. Okay. Lazarov macht die Leute kratzig, so wie du. Lazarov ist Sidney sein Kumpel, der sich denn verwandelt. Sorry, jetzt wollte ich nicht. Hier nochmal nachladen. Schnell nachladen, alles bitte. Danke. Wieder raus, danke. Gut, ich soll im Keller gehen, hat er gesagt. Das mache ich natürlich auch, aber ich würde sagen in der nächsten Folge. Deswegen, schönen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in den Keller gehen, um uns da irgendwie was zu suchen. Keine Ahnung, Waffen, Munition oder irgendwas, um uns zu verteidigen. Gut, dann schönen Dank und bis dahin. Tschüss.